Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen News-Sendung. Mit dabei ist natürlich wieder der Chris Reality. Und natürlich auch wieder Tupac VR, ne? <laughs> wie immer, wie immer. <laughs> Einer muss ja den Stream-Button drücken, ne? <laughs> so ist es. Wenn du da oben in der Ecke bist, dann geht das schlecht. <laughs> ja. ah, ich könnte dir Remote-Desktop-Rechte äh, geben, das, dann kannst du es eventuell das auch noch. noch. <laughs> richtig, richtig, richtig. Ja, Leute. Wir hoffen, euch geht's gut da draußen. Äh, ihr seid bisher gut durch die Woche gekommen. Ähm, ich nicht so ganz. Ich habe mir irgendwie den Nacken total verspannt und äh, ja, bin ein bisschen gehandicapt. Aber äh, ja, langsam wird es wieder besser. Ja, Chris, wie sieht's bei dir aus? Ja, ja soweit eigentlich alles gut. Ja. Als VR-YouTuber kann man ja sagen, gestern habe ich die Resi 8-Demo im Flat mal angespielt und holla die Waldfee. Ich freue mich auf den Freitag, da wird mal wieder schön Flat gezockt, der neue Resi Teil. Wenn dann natürlich im VR kommen würde, das wäre ein Traum auf jeden Fall. Aber ich werde es erstmal im Flat genießen. Aber ich bin nun mal ein Fan davon. der siebte Teil, hat mir schon richtig viel Spaß gemacht. Ja, bin ich mega gespannt drauf. Mhm. Ja, so in VR zu erleben wäre natürlich geil. Ne? Also. Mhm. Ich meine, alleine Resi 7 wäre schon cool, das auf PC-VR zu zocken, ne? So ist es, so ist es. Bleibt uns leider, äh, ja, kann man sagen, bleibt uns leider erspart. Aber <laughs> es ja Trauer doch für, schon aber, heftig sein soll, ne? Aber es kommt die Woche, kommt ja später in den News, noch ein hammergeiles Game raus. Dazu natürlich oh ja. später in der Sendung mehr darüber. Oh ja, das auf jeden Fall. Das können wir... Ja, das können wir äh, bestätigen, auf jeden Fall. Ne? Ja, das ist vielleicht sogar ja, bis dato dieses Jahr das Beste. Aber mehr sage ich erstmal nichts. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz auf den Chat ein. Die erste war Yvonne. Hallo. Dann der Andi ist am Start. Der Repo, Hundelunge VR ist da. Dann haben wir Beaker Online VR. Hi. Und äh, ja, das waren sie schon. Und äh, natürlich alle, die nicht im Chat sind, begrüße ich natürlich auch recht herzlich hier. Ich Schön, dass, auch. Ihr, <laughs> schön dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch über Abos, Likes. Ne? Jetzt gerne auch schon mal auf den Like-Button drücken, bevor es vergessen wird. <laughs> mhm. Und dann unbedingt unten in die Beschreibung gucken. Da ist der Link von Chris Reality. Ja, wir müssen den unbedingt erstmal auf die 700 pushen und äh, ja, dann geht's weiter bis zu den 1000, ne? Und, so noch, ist es, Roma, ja. und noch viel weiter. Es <laughs> <laughs> wird mal Zeit. Das sind sogar noch der Jocken ist mit dazu und unter Ocni we Ja. Ja. Schön. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschein, ersche, ersche, erscheinen seid, erschienen seid. <laughs> und äh, ja, gehen wir mal zum so der ersten News und äh, ja, da gab es jetzt von HTC-Neuigkeiten mal wieder, also die sind ja momentan Meister in so ja, kleine Sneaks bringen, ne? so ganz kleine Ausschnitte mhm. von ihren neuen Brillen und lassen die Leute dann schön rätseln und äh, ja, da gab es jetzt wieder ein paar Bilder, wir gehen gleich nochmal genauer auf diese neuen Bilder ein und äh, am 11. Mai, also nächste Woche Dienstag um 18 Uhr startet äh, die diese Wifecon 2021 und da sollen die Brillen jetzt ja vorgestellt werden und äh, wir überlegen uns noch ab 18 Uhr dann zu streamen. Ich habe mich schon mal hier angemeldet, weil man muss sich wirklich anmelden für diese Teilnahme und äh, ja, ich bin gespannt, ob es auch klappt, ob ich auch wirklich Zugriff bekomme und äh, ja, dann können wir eventuell gemeinsam hier zusammen die Wifecon gucken, auch wenn ja. mein Englisch nicht so gut ist, aber ich hoffe, dass ich äh, dann einige sehe. Vielleicht sind auch gute Leute dann dabei, die Englisch gut können und äh, ja, in den Chat dann alles übersetzen. <laughs> Wäre ja. natürlich auch cool. Aber ich trage mich da auch mal ein. Das ist doch gut. Ich weiß, das war ja ein älteres Bild, was wir gesehen haben, wo sie einfach mal ganz kurz so einen, ja, einen Bürotisch zeigen. Mhm. Und äh, darunter ist dann die neue HTC. Und ähm, ja. Hier ja, ich bin jetzt, zugelassen, steht da. Ja, ich habe auch eine E-Mail bekommen, stimmt. aber ich bin halt gespannt. Es kann halt immer noch irgendwas passieren, ne? Wer weiß. Ach so, stimmt. stimmt. Also hier haben wir die, die Bilder, die jetzt so released wurden. Und äh, ja, ich habe das hier mal ein bisschen auf Slow Mo eingestellt. So. Hier sehen wir mal wieder eine Kamera. Das war, glaube ich, auch das erste Bild, was man so ein bisschen gesehen hat. Von einem Tracking-Bauchstein, äh, sage ich mal, oder von einer Tracking-Cam. Und äh, ja, hier, das haben wir noch nicht gesehen. Hier sehen wir so ein bisschen, ja, ich würde sagen, Face-Cover, so un ungefähr wie bei der äh, ja, Wolf Index, ne? Wahrscheinlich auch mhm. abnehmbar, wer weiß. Sieht auf jeden Fall so aus, wie das, wie das Cover vorne. Hier sehen wir die, die äh, Inside-Out-Tracking-Cam, die eine, und auf der anderen Seite wird noch eine sein. Hier, das sieht so aus, wie eine Aussparung halt für einen dicken Zinken, <laughs> ich weiß es nicht. Sieht so ein bisschen aus, dass die ja, anders wie die ja, ein bisschen geht hier ein bisschen weiter rein irgendwie, aber muss man dann im Kompletten mal sehen. Ne? Was ich aber interessant fand, ist äh, hier diese Aussparung und diese ja diese eventuell Lüfterauslässe. Mhm. Ich vermute mal, dass das äh, oben von der Brille aus sein wird, äh, damit die Abluft vom Prozessor ja dann abgeleitet werden kann, besser abgeleitet werden kann, nicht im Gehäuse verweilt und äh, wenn die eventuell noch ein paar Sachen übertaktet haben, dann kann es natürlich sein, dass der Chip heißer wird und äh, die komplette Elektronik heißer wird. Und dann muss dann natürlich auch das abgeführt werden. Das gleiche Problem hat jetzt auch die Quest 2 natürlich. Die ähm, pushen momentan ja 90 Hertz, 120 Hertz ist jetzt erschienen. Mhm. Und äh, ja, 120 Hertz ist natürlich auch nochmal viel mehr ähm, CPU-Power, Grafik-Power, äh, was da benötigt wird. Und ja, sowas geht immer in in Wärme, ne, wird das umgewandelt, das Ganze, und die müssen eigentlich abge, abgeleitet werden. Und ja, das haben sie eventuell hier ganz gut gemacht. Kann natürlich auch was ganz anderes sein und ist ein Lautsprecher, oder <laughs> wer weiß, ne? wer weiß. Ja, CD-Laufwerk wird es nicht sein. CD-Laufwerk wird es, glaube ich, nicht sein. Nee. Aber ich bin echt gespannt, was da, was da auf uns zukommt, äh, was die jetzt raushauen, weil die haben ja schon, oh. schon groß angekündigt, dass sie äh, da was ganz neues was den VR Markt auf jeden Fall ja revolutionieren wird, ne? Revolutionieren. <laughs> also wenn's es gut wird, werde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Also Tupper kennt ja meine Meinung zur Quest schon, also ich würde dann lieber zur Vive äh, zur HDC greifen. Wenn das gut wird das Ding, aber erstmal abwarten, ne? Ja, die werden wahrscheinlich, also so wie es ja momentan aussieht, sowieso zwei Brillen auf den Markt schmeißen. Mhm. Und äh, da muss man jetzt abwarten, ob einhalt nur für den PC wird oder ob das nur so ein Hybrid wird oder äh, es gibt nur eine autarke Brille. Richtig. Ist alles momentan äh, ja, Kaffeesatz lesen, würde ich sagen. Ne? Und äh, ja, gehen wir mal ganz kurz auf den Chat nochmal ein. Der vr Mainz ist auch noch dazugekommen. Und ich glaube, sonst haben wir keinen, der dazugekommen ist. Mhm. Und äh, War noch irgendeine Frage? Sie sehe hier, Andy fragt Lüftergitter. Ja, also ich, ich würde vermuten, dass das Lüftergitter sind. Mhm. Auf jeden Fall irgendwelche Luftauslässe, äh, ob da jetzt wirklich ein Lüfter dahinter ist oder einfach nur eine Aussparung, damit, ich meine, Wärme geht nach oben. Wenn, wenn der jetzt oben auf der Brille wäre, dieser Schlitz, ich, ich mache mich mal ganz kurz auf, auf groß. Wenn der jetzt hier so angebracht wäre, über der Elektronik, ohne Lüfter, dann wird es natürlich trotzdem ne, nach oben mhm. wandern die Luft und die, ist dann auch, die warme Luft ist dann auch erstmal weg. Ne? Hat natürlich den Nachteil, dass dann auch Staub irgendwie reinkommen könnte. Ist momentan meine Meinung, dass das ein Lüft Lüftergitter sein kann. Ne? Richtig. Was haben wir denn sonst noch hier? Irgendwel irgendwelche Fragen noch? Bepu sagt, ich glaube, HTC bekommt mit Glück demnächst mal wieder Geld von mir. <laughs> Hundelunge sagt, äh, ich denke, die verkacken. <laughs> ja, also die müssen jetzt, die müssen jetzt definitiv äh, was raushauen, weil sonst äh, ist es wirklich zu spät für die. Ne? Mhm. Dann haben die endgültig verkackt und äh, ja, dann war es das auch. Ich dann brauchen brauche die auch kein VR. Mit, auch der ersten, mit der ersten Wave war ich mega zufrieden. Also das Ding ist theoretisch unkaputtbar, funktioniert heute immer noch da los und auch die Qualität hat einfach gestimmt bei denen. Auch wenn es natürlich mm. vom Preis her gut, wenn es in Relation siehst, Index war ist ja am Ende sogar teurer, ne? Aber hast ein echt gutes Produkt dann in der Hand. Das ist ja das. Ich sag mal die die äh, HTC Cosmos war es ja. Die ist ja überhaupt nicht mm. gut gestartet nee. und äh, ich fand die auch von ich habe die jetzt nicht großartig testen können. Ich habe sie aber mal aufgehabt und die Controller. Mir hat, mir hat das alles nicht, nicht gefallen. Also, äh, mhm. ich, ich fand es nicht gut. Und die ist ja überhaupt nicht angekommen. Ne? Also, ja. da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ja, das zu HTC. Also, ich bin auch gespannt, ob die schon irgendwie Preise raushauen oder sowas. Das ist natürlich auch äh, interessant. Richtig. Ne? In welchem Preissegment die da irgendwie. Ja, was, was ausliefern. Denn HTC war äh, nie günstig, ne? Egal was sie rausgebracht haben, das, das war halt nichts günstiges. war qualitativ mhm. halt gut, ne? Also die Vive-Produkte, da kann man echt nicht sagen, dass die, dass die schlecht von der Qualität her waren. Ne? Aber vom Preis her auch angesiedelt wie die Index, ne, kann man, kann man ungefähr sagen. Mhm. Und äh, ja, da müssen wir da müssen wir gespannt sein. Andy fragt äh, oder schreibt HTC Preiswerter mit Vive. Port Abo. Okay. Also, ich glaube, das kein... letzte Mal vor drei Jahren, Jahren habe ich das letzte Mal probiert, Port. <laughs> Schon ewig her. Und äh, ja, hier, hier steht es jetzt auch, also lese ich jetzt gerade erst, die dritte Einstellung mhm. scheint eine Art Entlüftung zu sein, die wahrscheinlich auf ein aktives Kühlsystem hinweist, um zu verhindern, dass ein interner Prozessor überhitzt. Ja, aktiv heißt dann wieder, es ist wirklich ein Lüfter drin, das heißt, der macht auch ja. ein Geräusch. Ne? Kann kaputt gehen. Also ich fände da was Passives eigentlich besser. Ähm, wie gesagt, lass uns da abwarten. Äh, Richtig. Das können, wir, können wir jetzt nur. Also die Lighthouse-Station, die arbeiten schon über drei Jahre bei mir und die sind bis heute noch nicht ausgestiegen. Also toi, toi, toi. Auch weiterhin <laughs> damit. Weil da also ja ich klopfe mal auf Holz. Äh, meine auch von der Index. <laughs> ja gut, du hast ja die neuen schon, Die zwei Punkte. ja. ja. Aber heißt nicht, dass sie unbedingt besser sind oder länger halten, ne? Mhm, richtig. Ja, Andy, klar. Könnte, könnte natürlich sein, ne? Der Hundelunge will nur die Quest 2, nichts anderes. Die Quest, Quest 2 ist ein cooles VR-Headset, aber ist halt nicht das Ultra und in vielen Bereichen einfach mir nicht gut genug und eventuell anderen auch nicht. Die hat ihre Stärken, aber auch, auch Schwächen. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Stärke ist natürlich autarkes System. Preis ne? Preis ist natürlich der, der Hammer. Kann man, kann, da kann man nicht meckern. Und natürlich cool, dass man die jetzt wirklich über AirLink auch an den PC mhm. betreiben kann, also ohne, ohne Kabel mit dem PC benutzen kann. Ja, ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Da kommen wir nämlich zur, <laughs> zur nächsten News. Jo, da hat mal wieder der Zuckerberg mal wieder echt eine. Uh, ja. eine Esel rausgehauen, kann man so schön sagen. Ne? Also meiner <laughs> Meinung nach. Ja, also ähm, die, Qu die Quest verkauft sich natürlich besser wie erwartet. Ne? Selbst nach dem, äh, Weihnachtsgeschäft hat ja Zuckerberg gesagt an Telefonkonferenz und die VR-Brille wird auch weiterhin immer noch gut genutzt und ja, in Sachen Verkäufe und Nutzen äh, ist es ein Wendepunkt und ein bedeutender Schritt nach vorne im Vergleich zur ersten Quest-Brille. Ne? Natürlich der Erfolg darf nicht überbewertet werden, weil äh, ich sag mal ähm, verglichen mit anderen Plattformen äh, die riesigen Erfolg hätten sei Oculus Quest immer noch Kleinbeispiele oder konkrete Verkaufszahlen. nennen sie ja natürlich bis heute noch nicht indirekt. Ja vielversprechend ist natürlich auch, dass die VR Plattform übers Gaming wachse. dass man ja sehen man macht ja kann es ja Fitness damit machen oder Produktivität jetzt aus dem Firmen damit man arbeiten kannst oder natürlich, Büroarbeit, was wir jetzt schon in den letzten News immer hatten, dass es halt nicht nur für reines Gaming ausgelegt ist. Und ja, äh, die Quest ist hart für die Konkurrenz. Ähm, ja. Ähm, jetzt bin ich kurz raus. Du, 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 du. Genau. Also es ging dann auch darum, äh, also den Satz, den ich, äh, der triggert mich wirklich so ein bisschen. Seid mir nicht böse. Äh, weil da wurde geschrieben, manche Firmen würden versuchen, kabelgebundene VR-Brillen zu verkaufen. Index, Pimax, äh, was haben wir noch? Rift S, sage ich jetzt mal. Die dafür angeblich höhere Qualität bieten. Angeblich und äh, na nicht angeblich, also für mich ist maßgeblich äh, kabelgebunden wie Pimax und Index, dass sie natürlich eine höhere Qualität haben haben im Moment wie eine Quest. Also sowas rauszuhauen, da platzt mir der Schädel, wenn ich sowas höre. <laughs> und noch dazu, ich denke nicht, dass Konsumenten so etwas haben wollen, sagt Zuckerberg. Der Grundkabel würden das Präsenzgefühl und die Immersion beeinträchtigen. Kann ich von mir aus schon mal gar nicht sagen. Mich stört bis heute kein Kabel an der Brille, außer bei ähm, Twill of the Fight, da habe ich es gemerkt, weil du drehst dich, du gehst in eine andere Richtung oder bei Place in Sorcery, aber sonst mich stört das null das Kabel. Ich merke das nicht. Für mich ist es lang genug, weil ich sag mal, ich bin nicht so weit vom Rechner weg, das geht immer noch. Und ja, aber das, da platzt mir der Hutschnur, wenn ich sowas höre. Ganz ehrlich, also ja. <laughs> Und auf jeden Fall mit, mit Airlink äh, hat ja natürlich Facebook jetzt die Möglichkeit eingeführt, PC VR Spiele drahtlos. In die Quest 2 weißt du, streamen. Geht äh, im Übrigen auch mit der Quest 1. Habe ich die Woche mal getestet. Äh, könnt ihr euch über Dings runterladen, über, über SideQuest. Und ja, ich habe leider kein 5 GHz WLAN, deswegen bringt mir das nicht viel. Aber lustig, dass es damit geht, ist eigentlich ganz cool. Und natürlich, wenn du es dann darüber streamst, hast du natürlich auch pc grafik wenn du den passenden Rechner hast und natürlich auch die Bewegungsfreiheit ne, für VR zu kombinieren für die beiden Sachen. Ja, natürlich, die Investitionen seien natürlich erstmal der Anfang, weil natürlich schon vor kurzer Zeit schon mal so die Quest 3 und 4 angesprochen worden ist und dass der Formfaktor der VRL in Zukunft weiter verbessert werden soll, ist natürlich klar. Und in Sachen Software habe Quest das derzeit beste Angebot. Ich, ja gut, ich sag mal, die meisten Titel gibt es ja schon bei Steam. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die das beste Angebot haben, weil einerseits sind in eine Quest Store die Spiele meistens echt teurer wie im Steam Store. Meistens, mhm. ich glaube, bei welchem war das hier? Wie ist das Rocky Box Spiel? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, das das war für? Ein Creed, Box -Spiel? Creed, Creed. Creed. Ah, Creed, ja. Das war, glaube ich, bei Steam 20 und bei Oculus war es auf jeden Fall teurer gewesen. Deswegen habe ich es für mich dann auch nicht eingesehen, das Game nochmal zu kaufen und einerseits nochmal zu einem höheren Preis zu kaufen. Das, heißt, das macht mir doch dann schon ein bisschen Kopfzerbrechen. Mhm. Ja, und natürlich kommen ja jetzt die neuen Titel dazu, wie Essence Creed VR oder Splinter Cell VR ne, und Produktion von hauseigenen VR-Studios wie Ready at Dawn und Sansaru Games. Ja, es wird natürlich eine lange Reise werden, was Facebook da noch in Zukunft planen wird. Na, ich denke mal, das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Vielleicht ändere ich irgendwann meine Meinung zur Quest, aber ich sag mal, bis <laughs> jetzt äh, wird äh, bei mir die Pimax auf keinen Fall verstoßen, weil ich bin mit den Dingen, ich bin damit mega zufrieden. Klar, ich äh, kann nicht alles auf volle Pulle drehen, ich warte auf eine neue Grafikkarte, aber. Äh, ich sag mal, vielleicht bei einer Quest 3 oder Quest 4 Pro, da sage ich dann nicht, nee, wenn es ordentlich ist, kein Problem. Aber jetzt in der Zeit, ich bleibe erstmal komplett bei PC, VR. Und ja, es freut mich aber einerseits auch für die Quest 2, dass es wirklich viele neue Leute dazu bringt, dass sie zum ersten Mal VR probieren und auch spielen. Das freut mich persönlich, dass das jetzt mal ein bisschen höher kommt und keine Nische vielleicht irgendwann mehr ist. Ne? Das mhm. ist ja das. Man muss, aber, man muss aber echt sagen, Facebook stellt das mega schlau an. Ne? Also, die, das die, kaufen, ja das. Sich, die genau. kaufen sich ein nach dem anderen Studio, die, die äh, handeln Verträge mit großen Marken aus, wie, wie man ja sieht: Assassin's Creed und Splinter Cell. Ne? Also haben die irgendeinen Vertrag mit Ubisoft. Und äh, mhm. ja, das sind natürlich Titel, die die Leute auch anlocken. Ne? Und äh, wenn man sieht, okay, Richtig. Assassin's Creed und Splinter Cell, wenn, wenn Leute das immer auf Flat Games gezockt haben, das sind ja Serien. Mhm. Es ne, gibt Leute, die haben alle von Teil 1 bis, was weiß ich, alle gezockt. Und wenn die sehen, schafflich. geil, da gibt es jetzt ein Assassin's Creed VR-Game, muss mhm. ich haben, dann kaufen die auch die Quest 2. Ne? Und äh, überlegen da ja eventuell ne. nicht lang. Und gibt natürlich auch nochmal einen Schub. Ne? Muss, muss man ganz klar sagen, dass sie das mega schlau anstellen. Aber ja, die haben auch das nötige Kleingeld dazu. Ne? Das, das ist ja das Nächste, genau. Und dann das sind wir dann ja wieder bei Monopol, ne? Ja, das darf halt nicht kommen, dass wirklich Facebook da jetzt komplette Monopol wird in der Sache, weil da ist dann nicht mehr viel möglich, was die anderen Hersteller machen können. Weil siehst du ja bei Steam, Steam ist Open VR, da kannst du mit jeder VR-Brille spielen und Oculus. Anzahlung für einen anständigen 5GHZ-Router. <laughs> ich danke dir, mein Lieber. Ich muss sagen, ich habe äh, original den vom Modafone bei mir, weil ich gedacht habe, für was brauche ich jemals eine Fritzbox oder Co. Ja gut, jetzt weiß ich warum, ne? Das ist ja das ganze Ding. Nee, äh, äh, Ja, jetzt bin ich raus, was ich ja, so. Jetzt, jetzt kannst du dir, aber hast du eine Anzahlung, kannst du schon mal äh, einen guten Router <laughs> hier raussuchen, ne? Richtig, richtig, richtig. Da könnte ich vielleicht Erling mit der Quest 1 nochmal probieren. <laughs> das ist ja das. Nee, aber der Satz, das, das hat mich so ein bisschen getriggert, weißt du, das ist. Nee. Das ist, ist, ist auch bei der Quest 2, wenn ich sehe mit The Climb 2, wie die Grafik im Gegensatz zum ersten Teil auf dem PC aussieht, war es ja ein kleiner Schock, sage ich mal so. Ne? Mhm. Das ist ja das. Also Zumindest, weil ich bei, bei, der, bei der Rift damals gesehen habe, wie das aussah von der Grafik her. Das war ja zu 1000 Umdrehungen echt was anderes, wie der zweite Teil von der Grafik her. Ja, klar. Also, ein bisschen ordentliche Grafik muss es für mich schon haben. Nicht bei jedem Spiel, aber bei den meisten. Ja, klar, Grafik ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. ne lass uns mal ganz kurz auf den Chat eingehen. Mhm. Die Yvonne schreibt: Man sieht ja immer so viel Werbung auf Facebook, doch von VR habe ich noch nicht eine einzige gesehen. Das wundert mich. Ja, also Gut. die. Die forcieren auf Facebook nicht so wirklich die Marke mhm. Oculus, ne? muss, muss man auch ganz klar sagen. Warum, weiß ich nicht, weil sie eventuell denken, das wäre noch nicht so weit, äh, dass es immer noch eher noch Richtung Nische geht und vielleicht kommt das auch noch. Ne? Aber momentan sind die noch wirklich Facebook, Oculus, ne? da ist so noch immer separat gehalten und Richtig. klar, die könnten, die könnten viel mehr Werbung machen. Ne? Da, äh, da stimme ich dir zu, Yvonne, das, das stimmt. Das mhm. stimmt. <laughs> Der Hundelung hat sich erschrocken, ja. Ne, wegen <laughs> wegen Lunge Defané, ne? Oh. <laughs> ja, das ist die, die Quest 3, 4. 5, 6, 7. Ja, da. Ja, nee, also, wie gesagt, solange PCVR am Leben bleibt, werde ich auch meine Treue schwören dafür. Und. Werd auch erstmal dabei bleiben oder Pimax bringt eine super neue Brille raus. Und ich habe endlich mal mit dem Tupac äh, eine ordentliche Grafikkarte auf dem Markt, dass wir endlich mal eine <laughs> haben. Da kann man auch ein bisschen mehr machen. Ne? Das ja. ist erstmal wichtig. Eigentlich wichtiger wie eine neue VR-Brille ist für mich erstmal eine neue Grafikkarte. Das stimmt, das stimmt, ja. Das äh, aber genau, wo, mal wo, ich jetzt Grafik, wo ich meine Grafikkarte, das, das fängt ja jetzt an, wenn die wirklich eine neue Quest machen wollen. Ich weiß nicht, ob du jetzt die News gelesen hast in letzten Tag mit den chip dass das noch die nächsten Jahre so weitergehen kann. Ja, da weißt du, was ja. das vielleicht auch mit den neuen Brillen dann wird, ne? Alles, Weil was Chips an Technik sind, ist, egal das, was. Das, das ist ja das, genau. Da geht es nämlich auch schon los. Also wir werden da ja mega Lieferengpässe bekommen. Ne? Die können, mhm. Also die Grafikkartenhersteller können noch zehn Grafikkarten äh, auf dem Blatt Papier uns präsentieren. Nützt alles nichts, ne? Wenn die, wenn die, die nicht am Handel kommen. Die, die na, du kaufen kannst ja, aber die Preise, die sind ja, ja mehr wie unverschämt. Ne? Das ist Wahnsinn. Aber ich sag mal, wenn sie wirklich jetzt bei mir abbrauchen würde, äh, was soll ich machen? Da, da bleibt mir nichts anderes übrig. Bei Ebay du? was schießen. <lacht> <lacht> das ist das Einzige, aber sonst kannst du vergessen. Ne? Also toll, toll, ja. toll, dass jetzt keine Grafikkarte durchfliegt. Ja, dann äh, auch nochmal Hallo an Dirk. Schön, dass er auch noch zugeschaltet hast und äh, der Andi hat auch noch geschrieben, schön, dass du jetzt auch Erlink hast. Ja, ich habe äh, echt <laughs> anderthalb, zwei Wochen jetzt damit verbracht, Erlink irgendwie an Start zu kriegen. Ich habe es einfach in der Quest nicht hinbekommen, dass es äh, wirklich in den Optionen auch erscheint und äh, ja mhm. heute habe ich es noch mal angeschmissen und zack war alles da also äh, irgendwie seltsam was Oculus da macht mit den Freischaltungen ich habe alle Tipps die es gab im Internet habe ich <laughs> durchgezogen hat alles nichts geholfen alles nichts geholfen aber mhm. gut was äh, Updates Firmware Updates und so angeht äh, Freischaltungen da ist Oculus einfach nicht gut mhm. und ja jetzt sehen wir gefragt, mal, was ich, was ich für eine Grafikkarte habe. Also Tupac hat glaube ich auch noch die 1080 TI drin, ne? Ja. Bei dir? Mhm. Ich habe eine Hab ich. 1080, 1080 Non-TI drin. Ne? Weil wir gedacht haben: Oh, jetzt kommt die 3080er, die kaufen wir uns. Ja, am Arsch. War nichts damit. <laughs> Und Andi hast du natürlich auch recht. Noch. Pimax war natürlich Platz für Wi-Fi 6 Hotspot. Ja, stimmt. Natürlich auch nicht. Wenn ich basteln könnte, könnte ich es mal selber einbauen. Aber das kriege ich, glaube ich, nicht so hin. Ja, der PrintX schreibt, moin zusammen, kryptominer tun ihr Übriges äh, an den bei Verfügbarkeit. Ja, klar. Das, äh, also wenn man sich diese Riesenfarmen anguckt in Amerika, <laughs> äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, was da, äh, was da abgeht. Ne? Deutsche Preise mal... sagen nein. <laughs> das ist ja, klar. aber. Ich meine, ich habe ja selber äh, ein bisschen Kryptowährung, du ja auch, Chris. Mhm. Aber wenn man sich das ganze Konstrukt mal anschaut, diese Energieverschwendung, die da stattfindet, ja, für klar. irgendwas zu produzieren, was ja eigentlich gar nicht da ist, gar keinen Gegenwert hat, ja. Normale mhm. Währung ist ja goldgedeckt oder weiß der Geier was. Äh, und da steht ja gar nichts hinter. Wir verballern da Energie ohne Ende. Richtig. Äh, Hardware-Ressourcen ohne Ende verballern wir da und das ergibt irgendwie keinen Sinn, aber das ist der Mensch. Das ist einfach der Mensch. Mhm. Und äh, tja, was will man machen, ne? Richtig. <laughs> was will man machen? Gut, ähm, hier sehen wir ja noch Quest 3 und 4. Äh, natürlich gibt es da schon Forschungen und Patente. Und äh, genauso gibt's auch Valve-Patente. Wir haben es schon mal irgendwann in der News-Sendung angekratzt. Und mhm. ähm, ich, wir wollten es nur noch mal ganz kurz aufgreifen. Natürlich arbeitet Valve auch weiterhin an Patenten, um eventuell wirkliche Konkurrenz für Oculus Quest zu werden. Und äh, ja, hier sehen wir, also so Patentzeichnungen, ähm, die sagen ja nicht immer so viel aus. ne? Aber ähm, ja, hier sehen wir die Kopfhalterung, dass du hier Verstellungen hast. Oben hast du eine Verstellung, eine, hinten hast du eine Verstellung. Ähm, hier hast du zwei, die haben hier sogar für den Nackenbereich scheinbar irgendwas, was man da wirklich dann ranfahren kann. Und die meinen, dass es halt auch ein Wireless-Modul ähm, gibt. Ne? Hier ist äh, von diesem Patent Aufzählung, keine mhm. Ahnung, wie man das nennt. Äh, Wireless Unit 4118 und äh, ja, eine Antenne ist auch dabei. Also, da sind schon alle Sachen an Bord ähm, in diesem Patent, um wirklich. Ja, streaming zu erlauben zum pc hoffe ich mal ne? und äh, ja es wäre natürlich cool wenn, wenn wir eine ne Valve index 2 bekommen die wirklich kabellos ähm, out of the box über, ähm, ja, über 5 GHz Route auch dann mit dem pc äh, ja, das bild austauschen kann und dass wir da so zocken können ohne kabel das wäre das wäre der hammer das wäre echt der hammer oder hybrid ja hybrid ja also, ich denke mal, das wird wirklich dann hybrid werden auch. Wenn mhm. Wolf wenn, äh, da was raushaut, raushaut dann wird es auch wirklich sein. Wie jetzt auch die Quest 2, die ist jetzt eigentlich ja auch hybrid. ne? Du kannst die mhm. autark benutzen, Stimmt. du kannst die ja. mit einem Oculus Link Kabel benutzen, du kannst die äh, jetzt über AirLink benutzen. Also schon geil, was die da gemacht haben. Und ich äh, denke, nichts anderes werden wir dann bei der Valve Index 2 dann auch haben. Richtig müssen natürlich an die Leute denken, die keinen 5-GHz-Ruder haben. Ne? <laughs> Und wenn so ein Teil rauskommt, die eventuell autark benutzbar ist, eine Valve Index 2, die aber auch mit PC verfügbar oder benutzbar ist, äh, ja, dann, dann haben wir einen richtigen Konkurrenten für, für die Quest. Ganz einfach. Und dann kann eventuell, ja... Facebook wird immer mit einem Preis punkten, das ist ganz klar. Ne? Mhm, Aber eventuell wird es trotzdem viele, viel mehr Leute dann zu der Wolf Index 2 dann äh, bringen, weil die dann halt auch autark arbeitet und ja, auch so von der auch Qualität her viel, viel besser ist. Ne? Also, wenn man sich die Wolf Index anguckt, qualitativ ist die einfach der Hammer, muss man einfach ganz mhm. klar sagen. Okay, das mal dazu und ähm, dann kommen wir jetzt wieder zur Oculus Quest 2. <laughs> Warum ja. auch nicht, ne? Genau, gibt es ja jede Woche irgendwas Schönes darüber. Ja, man kann wieder. Äh, Facebook hat jetzt ein bisschen das Handtracking verbessert mit der Quest 2. Ähm, und zwar die geniale Hacking, äh, Hacking App, äh, Handtracking App, <laughs> Handphysik Lab, äh, hat das hochfrequenz tracking bereits bei Update aktiviert. Und äh, weitere Apps wie zum Beispiel Cubism äh, folgt natürlich in Kürze. Und was natürlich das jetzt heißt mit den Hochfrequenz-Handtracking, ähm, damit werden die Gesten, äh, Gesten besser erkannt und die Latenz der Hand reduziert. Natürlich hat es alles seinen Vor- und Nachteil, aber da kommen wir gleich dazu. Also im neuen Tracking-Modus wird jetzt die Hand und Finger äh, 60 anstatt 30 Mal in der Sekunde erfasst und ausgewertet. So also resultiert natürlich daraus, dass die Gestenerkennung besser ist. Und natürlich eine stabilere Darstellung deiner virtuellen Hände und Reduzierung der Latenz um 10% dann am Ende ist, also dass es noch besser läuft. Schon <laughs> krass, wenn man, wenn man sieht, von 30 äh, Hertz, was abgetastet wird, zu 60 genau. Hertz und dann hat man nur 10%, ne? Richtig, das ist ja das. Und ähm, natürlich, durch das hochfrequenz handtracking tracking kann es jetzt natürlich auch passieren dass die Hände in VR ein bisschen stärker zittern, äh, gerade bei schlechten Lichtbedingungen ist natürlich ein bisschen logisch, aber der Effekt soll für nächsten Updates auf das frühere Niveau reduziert werden. Ne? Und jetzt kommt natürlich so ein bisschen, äh, ist natürlich ein bisschen technisch äh, auch nicht schlecht, ähm, das Handtracking braucht natürlich mehr Leistung ne? und äh, weil das natürlich auch zum schnelleren Überhitzen der VR-Brille führen kann, wird der Chip künstlich heruntergetaktet, äh, sobald die Hochfrequenz äh, Handtracking aktiviert ist. Weil Facebook hat so bei den jüngsten Tests herausgefunden, dass äh, auch die bisherigen Handtracking Frequenzen zur, Über äh, zur Überhitzung führen kann. Also bis jetzt äh, die Quest ist bis jetzt nicht kaputt gegangen, wo ich es mal probiert habe. <laughs> Aber das ist <laughs> natürlich auch schon krass, ne? Also kein Rauchzeichen mhm. abgegeben, ne? <laughs> nee, noch nicht, noch nicht. Und ähm, das ist dann bei allen VR-Apps, die bereits Handtracking auch unterstützen und ein Update äh, jeder Art erhalten. Ist natürlich äh, jetzt die Frage, ob man das im Spiel dann merkt, wenn der Chip äh, runtergetaktet ist. Das weiß ich nun nicht. Ach, das ist eigentlich schon auch krass, dass das so runtergetaktet werden muss, dass das so überhitzen kann. Das ist auch Wahnsinn eigentlich. Ja, aber krass, dass die jetzt. Die bauen so viel ein, ja? ja das Also die, ist die, die, die führen den, den XR2-Chip schon an die Grenzen mit, mit mhm. den 120 Hertz äh, Display-Aktualisierungsrate, äh, mit dem Handtracking und so weiter und müssen richtig. den jetzt schon runtertacken. Also der ist jetzt quasi schon im Anschlag. Ne? Das ist Wahnsinn. Das ist richtig heftig. Aber natürlich, äh, ihr könnt es jetzt auch schon testen, wenn ihr wollt. Äh, das gibt es jetzt hier unter. der. Kostenlosen Handtracking-Demo Tiny Castles und First Steps. Äh, Tiny Castles hast du, glaube ich, schon mal probiert, ne? A Oder absolut schrecklich. Also, das Handtracking, <laughs> <laughs> ich, ich muss das neue Handtracking jetzt echt mal versuchen. Ähm, ja. Mit dem alten war es ein Graus. Also, die Erkennung war einfach schlecht und äh, so hat das Spiel keinen Spaß gemacht. Spiel war gut umgesetzt und äh, toll gemacht, mhm. äh, niedlich gemacht auch, aber äh, die Steuerung war, ja. Sebastian hat geraged. Also ich war echt... Gut, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich so habe echt geflucht. Ja. Okay. Ich habe echt geflucht. Also wenn, irgendwas, wenn du irgendwas machen willst und das klappt nicht und deshalb gehst du kaputt oder so, mhm. boah, da gehe ich dran kaputt, ne? <lacht> Mann. <lacht> ja, und da können wir es jetzt schon mal äh, probieren, wenn ihr wollt. Und auch das offizielle jetzt äh, Hoch hochfrequenz tracking wurde ja im Oculus-Entwickler-Blog angekündigt. Wann und in welcher Form es offiziell an die Nutzer ausrollt, ist natürlich noch nicht klar. Aber natürlich, lange dürfte es nicht dauern. Äh, 2021 hat ja jetzt End Facebook... Vielen Dank das für 5 Euro. Bezahlt Aber der Weg, auch schon gesagt, also die neuen der Zuschauer Christoph. 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 bitte Christoph. ein Christoph. Abo. Ja, ja, ja. ja. Für Chris Reality <laughs> da lassen. <laughs> Danke Andi für die 5 Euro und natürlich alle Leute den Chris abonnieren, definitiv. Also oh. äh, unten in der Beschreibung ist ein Link, ich kann nur immer weiter da äh, zu aufrufen, hat einen geilen VR-Kanal und äh, ja, ich bin froh, ihn auch hier fest in der Sendung zu haben. Ich auch. Ja, sind wir uns ähm, einig, ne? Ja. Genau, was ich sagen wollte mit den Update-Politik natürlich bei der Oculus, äh, weiß ich nicht, was der Scheiß bis heute soll, dass das wirklich wie bei Tupac, er muss jetzt ewig warten, ehe das mal freigeschaltet ist, bis überhaupt mal das Rollout stattfindet. Das kann man, das muss man doch hinkriegen. Wenn ich beim iPhone ein Update habe, hat das Update auch jeder. Ich verstehe nicht, was da das Problem an der Sache ist. Mhm. Weißt du, das, das endlich mal auf die Reihe zu kriegen, das ist. Eine komische Update-Politik verstehe ich auch nicht, aber ich glaube, das ist bei Windows damals auch so oder immer noch so, dass auch so Rollout ist, aber da war es nicht so extrem lange. Also, das habe ich auch damals. Hm? Das Seltsame war ja, dass ich das Update ja hatte, aber das trotzdem nicht freigeschaltet war, dieses, dieses Airlink und, und die anderen äh, zusätzlichen Modis, die jetzt Einzug gehalten haben, wie ja. äh, Couch. Äh, ne? Die Couch kannst du ja jetzt irgendwie einbitten in die VR-Welt und so weiter, wenn du im Wohnzimmer spielst. Äh, das habe ich jetzt erst bekommen, also heute. Und vorher habe ich es nicht geschafft, das zu aktualisieren, dass es da wirklich ja, auch angezeigt ja. wird. Ne? Also gibt es dann scheinbar irgendwie noch einen Haken, wo die sagen: Okay, jetzt mal bei allen freischalten oder so. Ne? Genau. Kann ich Warte. mir gut vorstellen. Oh, die denken vielleicht, dass. Ist auch äh, ähm, schon. Ich bin heute komplett aus dem Konzept. Er leckt mich doch am Arsch. Ähm, <laughs> nee, jetzt ist es weg. Jetzt ist es, ist, weg. Jetzt ist es ja. weg. Jetzt ist es weg. Jetzt können wir ganz kurz auf den Chat nochmal eingehen. Der Super Dexter Murphy ist noch äh, dazugekommen. Hi. Und äh, er hat geschrieben: Hauptsache, ihr kommt nicht zum Thema HTC. Warum? hatten wir schon. Wir hatten das HTC-Thema <laughs> natürlich schon. Also gehört natürlich in die news sendung wie alles andere auch. Ne? Das ist ja ganz klar. Mhm. Das mussten wir äh, heute unbedingt äh, rausbringen. Ja gut. Äh, Gab es sonst noch was zu sagen zum Handtricking-Modus nee. oh. jetzt hier? Also, als nächstes natürlich dann den Cubism, kann man es dann ausprobieren. Also, ich fand jetzt, wo so es war der Quest 1 mal so ein bisschen spielerisch hatte. Es hat mir immer gut gefallen, aber ich weiß nicht, es war halt immer so, so ein bisschen komisch, das so wegzuklicken, wenn die Finger zusammen machst. Das ist halt immer noch so mm. gewöhnungsbedürftig. Ne? Aber es ist cool, dass es da so funktioniert. Gefällt mir. Ja, die, die wollen schreibt noch: Ich bin froh, wenn mal irgendwann eine halbwegs perfekte VR auf den Markt kommt, wo man nicht wieder irgendwas modden muss und so weiter. Einfach anmachen, loszocken. Hm. Ja. Das, das wirst du, also das wirst du definitiv erst mit der Valve Index 2 haben, <laughs> bin ich mir eigentlich sicher. Bin ich mir eigentlich sicher. Ja, gut, die erste, jetzt der Index ist ja auch schon eigentlich fast Plug and Play, ne? Was das Plug and Play. Ja, also einstecken also, und loslegen, ne? Ich hatte damit kein Problem. Also die, die lief direkt ohne Probleme. Und, äh, bei Pimax war es ein bisschen was anderes. <laughs> wenn es einmal läuft, läuft es. <laughs> ich, ich hatte mal ganz am Anfang war es, glaube ich, auch nochmal mit USB-Schnittstellen problematisch. Da gab es aber auch ein Firmware-Update und danach war bei mir auch absolut mhm. perfekt und kein Problem mehr. Da klappt es auch und, mit Updates bei SteamVR, ne? Zum Beispiel, jetzt <laughs> haben wir wieder Update-Politik. Ja. Bloß immer komisch, äh, das, das war bei Steam Ja also immer ein bisschen komisch. Ich Steam Ja an. Zack, äh, es wurde eine neue Version, äh, hat sich aktualisiert, aber musste selber gucken, was sich da überhaupt verbessert hat. Ne? Aber da geht's auch, komischerweise, ohne Probleme. Da, da klappt's auch, ja, da klappt es auch, ja. Okay, dann kommen wir zum, zum nächsten, ja. Zur nächsten kleinen Nein. News. Also <laughs> es, äh, Gut, Erlink ist ja jetzt draußen für die Quest 2 und äh, jetzt hat Mix schon mal angeführt: Steam VR im April 2021. erling zeigt Effekt. Und ähm, ja, es gibt jetzt eine Benutzersteigung der Oculus Quest 2 Benutzer um äh, 3,53 Prozent. Und äh, ja, die Quest 2 ist jetzt das meistgenutzte VR-Headset in Steam VR. Ist äh, auch echt krass. Hätte ich, hätt ich jetzt so nicht mhm. erwartet, aber. Alleine schon durch den Oculus Link-Kabel äh, und jetzt mit Airlink, da werden natürlich mehrere Leute auch zu Steam VR gezogen. Ne? Und, äh, Richtig. Ich meine, wir haben natürlich immer Angst, dass die Quest 2 uns unser PC-VR-Gaming-Sektor kaputt macht. Ist natürlich auch momentan so, dass mehrere Entwickler immer weiter zur Quest wandern. Aber wenn jetzt immer mehr Leute auch mit der Quest 2 ins Steam VR zocken, dann äh, wird der Steam VR-Sektor oder PC-VR-Sektor auch wieder sehr interessant. Und das kann dann auch wieder zur Folge haben, dass äh, für PC-VR auch wieder richtig geile Spiele dann äh, ja, entwickelt werden und eventuell auch AAA A. An, äh, Entwickler da sagen, okay, jetzt entwickeln wir nochmal für den PC VR und sowas, ne? Aber aktuell okay. sieht es eher so aus, ja, komm, wir, wir machen mal was für die Quest 2 und ja, wir stehen hier und sitzen in der Ecke und weinen, ne? <laughs> ja. Das ist Gut. das. Ist. Nächste AAA-Titel wird Lone Echo 2 und ähm, dann wird es wahrscheinlich auch erstmal wieder dauern, bis wir nochmal so ein ja, Half-Life Alex oder Weiß der Geier was erwarten können, ne? Mhm. Aber es ist krass, wie viele eigentlich noch eine Rift-S benutzen und eine hdc Wife und eine Rift, ne? Sind ja doch noch einige. Ich, ich muss ganz klar eine... sagen, die Rift S, die, das, das war ein gutes Headset. Also mhm. ich, ich, ich fand der Teil äh, echt gut. Ähm, mir hat's gefallen und äh, war ja auch Preis-Leistung. Stimmte da ja auch, ne? Ja. Klar, mit der Quest 2 hat die so ein bisschen, ja, wurde die uninteressanter, natürlich. Aber äh, wenn man sage ich mal, Quest 1 oder die Rift S, fand ich die Rift S auch vom Bild her und so eigentlich noch besser. Also mir hat sie besser gefallen, außer, mhm. dass halt die Quest 1 ein OLED hatte und die Schwarzwerte viel, viel besser waren. Ne? Das war bei der ja. Rift S halt übelst. Das waren mhm. graugematsche. Aber ansonsten war es halt schon schon ein cooles Headset, meiner Meinung nach. Pimix ist ja gar nicht aufgeführt. Ne? Und hier sehen wir <laughs> ja auch, wir haben ja eben noch über die Cosmos geredet. Ne? Schau mhm. mal hier. Da sind wir bei 0,97% ne? und 0,89%. Also das ist ja sogar die HTC Vive Pro hat, hat mehr. Ne? Und No. Und die war auf, aufgrund des Preises und äh, der anderen VR-Headsets, die auf dem Markt waren, ja auch nicht weil, wirklich gut verkauft. Ne? Die haben ja wirklich auch nur so richtige, richtige VR-Enthusiasten gekauft, ne, sage ich mal. Ja. ja, auf jeden Fall interessante Statistik und ich bin gespannt, wo der Weg dahin geht. Und, äh, ja, aber auch noch interessant, dass die Wolf index trotzdem nochmal 0,03% gut machen konnte ja. <laughs> und Plus gemacht hat. Und äh, ja. Also, egal, was wir jetzt hier sehen, für mich das kompletteste Headset ist die Wealth-Index. Mhm. Punkt. <laughs> Punkt. Und äh, danach kommt die Quest 2. Aber nur meine Meinung. Okay, das zu dem Thema. Und dann haben wir jetzt ja auch nochmal, was wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben. Mhm. Und äh, da gab es eine Umfrage. Ich glaube, die ist von letztem Jahr, aber. Und äh, zwar hat das GDC nicht zu verwechseln mit dem CDC. Ne? CDC ist ja irgendwie solchen, äh, solchen Schutz in Amerika, ne, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall haben die rund 3000 Entwickler gefragt. Also ging jetzt nicht nur rund um VR, sondern überhaupt äh, Entwickler. Äh, für welche Plattform möchten die überhaupt gerne entwickeln? Und äh, ja, da kam es zu, zu diesen. Diagramm hier und was mich bei diesem Diagramm mega stört, ich kenne nur 100 Prozent. Und wenn ich die Sachen hier zusammenzähle, da passt das nicht so ganz. Ich habe jetzt nicht so wirklich rausgefunden, ich habe eben nochmal geguckt, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall haben wir hier die meisten natürlich für die PC-Plattformen. Ne? Ist natürlich okay. klar, jetzt ist natürlich PlayStation 5 äh, ein großes Thema, weil das Teil sich ja auch verkauft wie. Ja, wie geschnitten Brot. Ja, ähm, Ja, dann interessant aber, dass ähm, schon, schon auf Platz 5 ist es, ne? 1, 2, 3, 4, 5 VR-Headsets sind und äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, dass wir schon, schon auf Platz 5 da stehen mit den VR-Headsets und ähm, werden wir noch ein bisschen äh, weiter runtergehen gehen. Ähm, ja, dann wurde noch natürlich noch mal gefragt, okay, für welche VR-Plattform möchte die entwickeln? Und ja. Da war natürlich ganz klar die Oculus Quest, der Gewinner, ne? 52 Prozent. Ähm, ja, wo auch hier wieder die, die Prozentzahl nicht so passen für mich. Mhm. Stimmt. Genau. Super Dexter <laughs> Murphy sagt jetzt: vielleicht wollen manche für mehrere Plattformen entwickeln. Na klar. Aber äh, der Trend geht natürlich. Also, rein, wenn ich jetzt rein VR-Entwickler sehe, der Trend geht natürlich zur Quest. Natürlich gibt es viele Entwickler, die jetzt sagen, okay, äh, wir entwickeln für alle Plattformen. Ne? Und da haben wir heute mhm. noch ein Spiel, äh, was wir vorstellen, die das genau richtig machen. Perfekt äh, umgesetzt auch. Ähm, aber es gibt auch natürlich Entwickler, die sagen, okay, wir machen nur für die Quest. Ne? Und äh, alle anderen richtig. bleiben auf der Strecke. Natürlich wegen dem Geld. Die können natürlich momentan mit der Quest richtig gut Kohle machen und können endlich mal auch Plus machen. Das ist rein bei Steam VR momentan halt nicht der Fall, wenn man ein großes, ja. einen großen Titel entwickelt. Ne? Aber hier so ganz abgeschlagen ist, ist der PC VR-Sektor jetzt auch nicht. Ne? Wenn wir das hier sehen, Valve Index, HTC Wife, Oculus Rift, die stehen mit ihren 28% auch ganz gut da. Ne? Nicht mehr kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Und äh, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt echt abwarten, wie das sich entwickelt, aber ich. Ich sehe es jetzt ein bisschen positiver mit der Quest 2 und dem Airlink, äh, wo wir gerade die Steam VR Statistik gesehen haben. Denn, äh, wenn immer mehr auch in Steam VR da äh, mit zocken mit der Quest 2, dann wird es egal sein, ob die autark ist oder nicht. Mehrere Nutzer, mehr Geld für die Entwickler und äh, ja, dann kriegen wir auch richtig coole, mhm. coole VR Titel spendiert, sage ich mal. Ne? So ist es. Okay, dann haben wir eine Hardware News. Da kann der Chris was ja. sagen. Genau. Äh, der VR-Studio Jor ja, oder Jor, Jor, Jor 2. Kickstarter nimmt eine Million US-Dollar ein. Ähm, und das ist ein erneuerter Bewegungssimulator für VR, weil den gab es auch schon mal als Einzelweise. Natürlich, sonst wird es ja nicht zwei heißen. ne? Den gab es 2018 schon und äh, der erste, seht ihr ja auf dem ersten Bild, der war so ein bisschen wie eine Walnussschale aufgebaut, das Ding. Da sitzt sie wie auf dem Lokus drin. Ne? <laughs> war natürlich auch erst äh, nicht schlecht, das Ding. Konnte sogar, ähm, ja, wann wurde das ausgeliefert? Zwischen 2019 und 2020, habe ich gar nicht so mitbekommen, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Und. Ich habe es mal gesehen, ja. aber das war dann auch mal. Achso, okay. Und natürlich haben die jetzt auch einen Nachfolger vorbestellt. In ähm, Gestalt eines bequemen Hightech-Sessels, in dem man natürlich auch Bedarf aufrecht sitzen kann. Und der hat natürlich den Vorteil, wenn man das hier so seht, der ist ja perfekt für Sims geeignet. Ne? Hier, sei es Microsofts Flugsimulator für Project Cars, für Dirt Rally, für äh, Eurotrack Simulator, whatever. Ja, genau, hier sehen wir mal so einen kurzen. Trailer, wie das Ding aussieht, mit einer netten Dame, die da was macht. <laughs> muss natürlich auch sein, aber ja, da also in so einer Halle, also eine Halle hätte ich auch gerne für VR. Ne? Muss, ich auch, muss ich sagen, da mhm. wäre ja genug Platz zum Zocken. <laughs> so also sieht natürlich jetzt ja das neue Ding aus. Sieht ja doch schon ein bisschen gemütlich aus. Guckst du, du verwandelst dich, sobald ich setzt. Muss ich haben. Also der Entwickler kann uns gerne Testkits zur Verfügung stellen. Also ich stelle ich stell das schon echt geil vor. Damit muss ich dir alle A jeweils sagen, ne? Absolut, ja, ja. Also wenn die Umsetzung äh, zu was man in VR <laughs> erlebt und was man da erlebt, wenn das nahezu latenzfrei ist, äh, mega. Achter, also, Achterbahn, Achterbahn, damit das wäre der Hammer. <laughs> Also sieht, sieht cool aus und der bewegt sich auch ganz, ganz gut und ganz schnell, ne, wenn man so das Video sieht. Das ist gar nicht so schlecht gemacht, ne? Das ist schon was Feines. Kannst du natürlich auch für Flat Gaming benutzen, wenn du so ein Triple Monitor-Setup äh, hast. Ne? Oder kannst du damit auch gemütlich schön arbeiten? Yvonne schreibt, Flugsimulator ist bestimmt geil. Ja, Flugsimulator, Weltraumsimulation oder sowas. Mhm. Ne? Ich habe das Teil mal gesehen als richtige Kugel und das Ding konnte sich okay. auch überschlagen. Es war natürlich jetzt so eine äh, richtige Halle. Ähm, das war ein Mörderteil und das war auch alles autark, also ohne Kabel, ohne alles. Natürlich mussten natürlich auch äh, autark äh, arbeiten. Ähm, aber das würde ich auch mal gerne erleben. So. Ja, und auf jeden Fall, ähm, so mal auf die Innereien auf zu, einzugehen. Die hat für die haptischen Effekte Vibrationsmotoren integriert und beherrscht drei Freiheitsgrade. Kann äh, 70 Grad nach vorne und nach hinten kippen, 40 Grad nach links und rechts neigen und dank der optionalen YA-Plattform ja 360 Grad um die eigene Achse rotieren. Natürlich hier in den drei Videos nochmal veranschaulicht. Also und da natürlich muss auch man wirklich als Add-on holen, ne? Ja. Diese Bewegungsplattform. Es geht erstmal los. Es geht eigentlich vom Preis her, muss ich sagen. Also standardmäßig ohne Stuhl kostet äh, nur als Bewegungsplattform 1090 US-Dollar, ne? Mhm. Natürlich als Grund, wer sich so ein Zubehör leisten kann, hat meist auch schon einen Stuhl und möchte diesen installieren. Das sieht ja theoretisch aus, als ob wir jetzt zum Beispiel hier unsere gaming Seats einfach da draufschrauben können. Denkt man, das könnte sogar funktionieren. Weil die sehen ja auch so von der Form aus, ne? Wenn das Lochbild passt. Ja, ist, eigentlich schon. Die haben natürlich auch ein alle anderes Lochbild, ne? Ich weiß nicht. Aber weil sonst, ich denke mal schon, dass das möglich ist. Sonst kannst du das Ding für 100 US-Dollar dazu kaufen. Es geht eigentlich für den Preis. <laughs> ja, und natürlich optional ist die Yaw-Plattform, also die 360 Grad-Rotation, die kostet dir noch mal 380 Dollar zusätzlich. Ähm, dann habt ihr noch natürlich noch mal die Pro Updates, Up Upgrades. Die noch mit 150 US-Dollar oder 400 Euro US-Dollar zu Buch geschlagen. Also theoretisch bezahlst du für einen voll ausgerüsteten doppelten Preis, wenn das so nimmst. Also sag mal, bis jetzt so bei 2K, aber wenn du es so nimmst, ist es günstiger wie eine Grafikkarte. Stuhl. Also, <laughs> also ich sag mal, wie, wie du jetzt sagst, wenn du alles Pro hast und 2K, äh, ist schon ein geiles Stück Hardware, ne? So mhm. für, für Simulator-Fans und so stelle ich mich schon cool vor. Und die haben angefangen, also Kickstarter-Kampagne äh, am 23. Februar und die peilten so von 100, so also ein Finanzierungsziel von 100.000 Dollar an und eine Woche danach äh, durchbrach schon die eine millionen grenze also 600 Unterstützer haben äh, investiert und die günstigen early bird angebote sind bereits vergriffen. Und wenn das alles gut geht, wird schon ab September ausgeliefert. Aber natürlich, die Preise, die man jetzt hier auf der Webseite sehen, sind natürlich alle ohne Steuern. Aber wenn man es so nimmt, es geht, es geht eigentlich vom Preis her, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich sage mal, wenn, würde ich mir auch das komplette Set holen, weil was bringt mir das ohne 360 Grad, ne? Sag ich mal so. Das ja, doch schon irgendwie. Ich sag mal, cool. klar, es ist cool, aber man muss natürlich auch sehen, wenn er 360 Grad drehbar ist, ähm, mhm. musst du zwingend ohne Kabel spielen, ne? Weil da hast du ja sonst. Ich glaube, sonst strangulierst <laughs> du dich irgendwann und du bist da so gefesselt. Ich meine, wär wäre ein geiles Video, aber äh, stelle ich mir jetzt äh, schlecht vor. ne? Und danke, Yvonne ja, für den Link. Ich habe den mal hier aufgemacht. Aber guck mal. 1678. Komm. Komm, kaufen wir. <laughs> Ungefähr geht 1678 Euro. Wird mir hier angezeigt. Also wenn die Kryptowährung jetzt noch hoch geht, können wir es uns leisten. <laughs> da kaufen wir uns so ein Ding. Also. Mal, ähm, es, geht, es geht für den Preis. Es ist, es ist okay, muss ich sagen. Für das, was es bieten kann. Ist, es ist ein geiles, geiles Stück Hardware, aber. Könnte ich mir aktuell auch gar nicht oder möchte ich mir gar nicht leisten, ganz ehrlich. Wenn, klar, wenn ich jetzt zu viel Geld hätte, würde ich sagen, definitiv kaufen, ne? Die Frage ist, wie, wie, wie gut kann man das transportieren, dass man das auch mal kurz wegschieben kann? Weil für Leute, da geht's meine, da der An, los, richtig der Andi hat gerade geschrieben, passt nicht in meine Wohnung leider. Okay, da passt jetzt gar nicht, aber wenn man jetzt den Platz hat, aber möchte aber auch nochmal, weil damit kannst du ja nicht vom PC sitzen, sagen wir mal ganz ehrlich. Das kannst du ja auch nicht mal ja, kurz ja. auf Rollen irgendwie äh, dir ranschieben und da musst du es irgendwie in die Ecke stellen. Ne? Und wie schwer ist das? Ja. Muss das immer an der gleichen Stelle stehen? Und Aber Strom braucht es ja auch, denke ich mal. Okay. Ja, ja, hier steht äh, ja. Built-In 220 Volt ja. Electricity Outlet. Aber testen würde ich das Ding echt mal, ne? Also oh, ja. das sieht schon toll aus so Achterbahn, muss ich dir sagen, da fehlt mir doch immer so ein bisschen die Immersion Und wenn du das noch hier, wie jetzt, das ist, ist doch Wahnsinn. Also, das würde ja sogar vorbeugen gegen Motion Sickness. Weil wenn du wirklich in... Ach so. in mhm. Wenn du jetzt in so einem Cockpit bist und du drehst dich die ganze Zeit, aber hast null, null Bewegung, das löst ja das Motion Sickness aus und da hast du wenigstens Bewegung. Natürlich, wenn du dich überschlägst, ist das natürlich was anderes, aber, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das den, den Leuten mit Motion Sickness echt helfen würde. Und mhm. die spielen hier mit Kabel, ne? Also die haben ja wirklich ein Kabel dran Christ und äh, Nee, Doch, ist die Quest nicht. 2. Ist die Quest 2 mit, mit Originalband. Ne? Okay, das, das Kabel ist jetzt für, für, die, für die 230. Aber nee, das, das geht, geht hier sein. lang. Hm, Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Mhm. Controller-Kabel? Das, das könnte noch das sein. Könnte für, sein. Fürs, fürs Hotas. Stimmt, das muss ja auch irgendwo hin. Ne? Auch schon geil, das denke ich. Also, wer bestellt es von euch im Chat? Komm, reinschreiben jetzt. Also, ich muss sagen, der Vorgänger ist jetzt nicht so der, der Burner gewesen. Also, das gefiel mir jetzt nicht, aber das Teil gefällt mir richtig gut. Mhm. Und hier sehen wir nochmal die, den Wok, ne? <lacht> Nussschale. <lacht> Aber, ja, Wok kommt auch gut hin, ne? Ich glaube, die haben vom Rab hier Wock WM haben die die Dinger gekauft, die alten und haben da so einen so Sessel draus gebaut. <laughs> Wahnsinn. Ja, gab's dazu noch noch was? Das hat man, das hat man dir, das hat man. Nee, das war's erstmal von dem Ding. <laughs> Yvonne bestellt. <laughs> ja, tolles Ding, aber ne? Money, Money. Mhm. So, dann haben wir noch mal, ja, das haben wir heute schon mal leicht aufgegriffen, <laughs> dass Facebook halt klug agiert und äh, halt VR-Studios aufkauft und äh, ja, jetzt haben sie wirklich äh, das. VR-Shooter-Studio von Onward aufgekauft. Und äh, ja, oh. der, der ehemalige Besitzer, sage ich mal, Dante Buckley, der hat quasi auch als Indie-Entwickler angefangen, hat dann äh, quasi, ja, hier steht Garagenentwickler hat alleine dann diesen Taktik-Shooter für die VR-Brille rausgebracht, war ja auch mit Pavlov einer der ersten VR-Shooter. Ne? Ich weiß gar nicht, ob Onward, zu, war Onward zuerst da oder Pavlov? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren Ob die beiden du, Titel die, fast, die beid fast gleichzeitig, glaube ich. Die waren gar ja, nicht so weit und, auseinander. Und sind, sind schon, beides, beide Titel haben, haben was für sich. Ne, Onward geht ein bisschen mehr in die Simulation, äh, Pavlov halt ein bisschen mehr in den Arcade-Battlefield-Modus, sage ich mal so. ne? Ja. Und äh, ja, Facebook macht alles richtig, kauft sich jetzt dieses Studio und. Äh, ja, jetzt können die dann halt ähm, haben die einen richtig namhaften, guten Entwickler, der für Shooter Games äh, ja da steht und äh, ja mal gucken, was was eventuell da noch rauskommt. Ob irgendwann mal auch ein Uncharted 2 kommt oder weiß der Geier was, ne? Richtig. Aber das ist das halt, was die richtig gut beherrschen. Ne? hier hier wird auch noch mal aufgezählt, was sie so für Studios aufgekauft haben und ähm, ja das nur mal so als kleine Randnotiz sage ich mal fand ich jetzt ganz interessant natürlich ist nicht gut die werden dann natürlich auch nichts mehr für Steam VR rausbringen denke ich mal ne das wird dann alles äh, Oculus exklusiv sein und wenn da was neues rauskommt natürlich können die jetzt nicht Onward vom Markt nehmen aber neue Titel Ach, werden mit das Sicherheit eh nicht. <laughs> das ist, ich bin da sowas von schlecht ich bin echt ich zock lieber echt Porfluff, ne? Ich glaube, Pavlov habe ich, hab ich so 65 Stunden weg in Onward, glaube ich, noch nicht immer 8 Stunden. Also ist echt ja, im Pavlov kommst nicht. du schneller rein, ne? Du kannst viel mehr spielen bei Onward, wenn du da stirbst, mm. und, ne? Stehst du so also blöd ich, rum. Ich spiele es meistens gegen die KI, wenn ich mal spiele und äh, da ja. finde ich nicht nicht schlecht, weil du musst wirklich sehr sehr langsam vorgehen, vorsichtig, wenn du um um die Ecken guckst und so, weil jeder Schuss kann schon der Tod bedeuten, ne? Und äh, ja, das das finde ich, das, also das mag ich halt, aber ich mag halt auch nicht, wie du schon mal gesagt hast, dann 20 Minuten in der Lobby sitzen. Ne? Also deshalb, mhm. wenn man es gegen die KI spielt, ist man dann halt auch wieder direkt da. Ne? Richtig. Hallo Kim, schön, dass du auch dabei bist. Und, ähm, <laughs> ja, jetzt kommen wir, wir nochmal in die in die andere Richtung oder Ecke, Ecke Gaming. <laughs> ja, da gibt äh, es tatsächlich was. Was ganz Feines. Zwar Retro Gaming. VRC64 Emo bringt eure Kindheit zurück. Ja, ich kann nur sagen, <laughs> wir haben damals c 64 ein Game gestartet. Wir haben eingegeben, als Kinderjung gesagt, Lord. Ähm, ich glaube, den Namen, ich habe glaube ich immer. Lord äh, Gänsefüßchen, dann den Namen genau. vom Spiel, Gänsefüßchen 8,1. <laughs> dann ging da da und dann ging's los. Als Stift habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er das kennt. Das hieß Rick Dangerous. Und natürlich auch Terry kennt, damals auf dem C64. Mit meinem Vater habe ich immer, Mensch, ärgerlich dich nicht drauf gespielt. Das war schon ganz geil gewesen. <laughs> ja, und das gibt's jetzt äh, für die Oculus Quest. Könnt ihr euch das loslegen, äh, holen, das Game? Und zwar gibt es das, habe ich doch gerade hier gehabt, glaube ich, bei Sideload, wenn ne? ich nicht ganz irre. Ähm. Ich hatte es ja gerade gehabt, scheiße. Ähm, genau. Könnt ihr könnt euch kostenlos runterladen für die Quest 2. Und ja, ihr startet das Ding, wie ihr könnt das damals, wie damals machen. Die Tastatur ist voll bedienbar. Ihr könnt das eingeben oder ihr könnt natürlich auch Fast Load machen, ähm, dass er gleich durchstartet. Die ROMs müsst ihr euch natürlich selber besorgen. Natürlich nur, wenn ihr die Software original zu Hause habt, ne? Sonst mhm. ist das also nicht immer ganz legal, aber das kriegt man eigentlich schon immer hin. Ja, also im Moment auch nur für die Quest 2 erhältlich. Eine Version für Windows PC ist derzeit nicht geplant und, ähm, und der Entwickler hat auch für eine frühere Prototypversion für die Oculus Rift äh, veröffentlicht. Die ist auch nicht technisch auf dem Stand der Quest-Version. ist ganz cool, dass es eigentlich sowas gibt. Ich sag Sogar mal, das aber, Pixelige vom Monitor haben sie ja ey, mit reingenommen, ne? <laughs> also ich sag mal, sowas wirklich, wenn man es noch original zu Hause hat, ist es doch wirklich immer komplett was anderes, als sowas im VR zu spielen. Das ist immer ein ganz anderes Gefühl. Gerade wenn du noch den Joystick in der Hand hast. Ich höre heute noch das Klackern davon. Ich habe, glaube ich, damals drei, vier Joysticks kaputt gemacht. Gerade bei, genau, fällt mir gerade ein bei Summer Games. Da hast du ja den Controller ja zack, 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 zack. Das ach, war schon toll gewesen, das Ding. Das war schon geil. Ne, könnt ihr euch runterladen, wenn ihr Bock habt. Könnt das mal echt probieren. Links dürfen wir natürlich nicht posten für ROMs. Die müsst ihr selber finden. Ähm, ja. Sollte ja kein mal, Problem da sein, ne? Genau. genau. Dann reinkopieren. Ich denke mal, da wird es Unterkategorie ROMs geben. Reinkopieren und dann könnt ihr die laden. Aus ganz cool. Sieht cool aus. Ist echt mal was anderes. Ich habe äh, hab mir damals mit, ich, ich glaube, ich war sieben Jahre alt, äh, den C64 von meinem äh, Kommunionsgeld gekauft. <laughs> da haben wir ja von der Verwandtschaft immer super viel äh, bekommen. Und ich glaube, das waren 700 Mark. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Also, es war richtig ja. viel Geld. Aber es war halt auch der Einstieg in, äh, ja, in die Computerwelt. Ne? Und es ja, war einfach mega. War eine, war eine coole Zeit. Gut, das kennen halt auch nur die Kinder aus den 80ern, ne? Ne, ich kenn's auch noch. Bin, ja, gut, ich bin 88 geboren, ist ja Du bist auch 80er. 80er. <laughs> kennen wahrscheinlich auch sagen, Leute, die ein bisschen sagen, jünger sind, noch, aber. Mein Vater benutzt das heute noch für Rechnung zum Schreiben. Benutzt er das heute noch? Das ist krass. Das benutzt er bis heute für Rechnungsschreiben. Das Ding läuft bis heute, ne? Krass. Weißt du, das ist krass. Ja. Aber wenn ich, wenn ich jetzt wirklich da dran sitze, ich wüsste wirklich nicht mal, wie das funktioniert, ne? Ganz ehrlich. Gerade, oh. auch, wie du die Liste, wie du die Liste auf die Diskette auslesen kannst, was da alles drauf war, dass du das dann startest. Das weiß ich gar nicht mehr, ey. Das da, ist da, zu da lange. kriegt her. man schnell wieder hin, das war ja nicht so viel. Richtig. So, äh, auch hallo an Scotchman VR, der jetzt auch noch dabei ist. Und ähm, er findet den C64 immer doch schon erstaunlich gut. Mhm. Und dann war gerade noch, ähm, Andi schreibt, ich finde den Emo VR für PC VR interessanter. Ja, habe ich auch mal, mal reingeguckt. Das ähm, auch nicht. Das, Ding. das war, also zu der Zeit, wo ich das getestet habe, war es ein bisschen kompliziert, noch alles da irgendwie reinzukriegen. Und das war schon mhm. fummelig. Und. Äh, ja, dazu wollte ich jetzt auch nicht unbedingt ein Video machen, weil die ROMs ja auch nicht immer ganz äh, legal sind und äh, da eventuell dann auch Probleme entstehen können mit YouTube, wer weiß, ne? Nur solange die Spiele original zu Hause hast, passiert dann halt nichts. Da ist das Problem. Achso, hast <laughs> du keine Spiele mehr zu Hause? Nee, ich habe keine. Äh, da, ich ich glaube bei EmoVR kannst du ja Super Nintendo oder du ja mehrere Konsolen, spielen. ne? Ja. Klar, ein paar habe ich bestimmt noch irgendwo hier rumfliegen. Ich hatte ja sogar mal von vom Sega Mega Drive, hatte ich noch was zu Hause. Sehr cool. Ja, das zu dem Thema. Wie gesagt, schaut euch das mal an. Ne? Mhm. SideQuest. Also ganz cool. Und äh, nochmal, auch eine kurze Randnotiz. SideQuest ist jetzt auch, äh, erstmal gibt es eine App dazu. Also mhm. ihr braucht keinen PC mehr. Und jetzt gibt es auch eine Möglichkeit, äh, SideQuest... Mit der Quest 2 oder Quest 1 auch zu bedienen. Und äh, ihr könnt euch dann Zeitquest installieren. Da hat der Patrick von die Zockstube ein, ein cooles Video zu gemacht ähm, zu dieser autarken Version. Und äh, der Anubis Extreme hat zu dieser äh, App-Version auch ein Video gemacht. Könnt ihr auch mal raufschauen. Äh, rauf äh, hat er auch echt gut gemacht. Und ja, das mal dazu. Auch cool, dass es jetzt das äh, Autarke gibt. Dann braucht man nicht unbedingt mehr einen PC dafür. Ne? Ja. Richtig. So, jetzt kommen wir zu einem Titel, der kommt am 6. Mai raus. Ist also der Donnerstag, waren. ne? Ja. Und ähm, ja, wir haben leider, ja. wir dürfen nicht, nicht zu viel verraten. Wir haben da ein NDA. Äh, aber Leute, da kommt was Großes auf uns zu. Wir mhm. sind, Wir sind gehypt. <laughs> mehr, dürfen wir jetzt, mehr dürfen wir leider jetzt noch nicht verraten. Also, es ist ein Tabletop-Game in VR. Wir können äh, ja, mit, mit vier Leuten zusammen zocken. Äh, es ist egal, auf welcher Plattform ihr zockt. Ob ihr jetzt mhm. äh, auf Steam VR zockt, ob ihr jetzt äh, mit, mit der Quest zockt. Also, ihr könnt Crossplay damit äh, ohne Probleme zocken. Ihr habt einen Voice-Chat, das funktioniert alles tadellos und. Äh, Genau so muss ein Spiel sein. Also ein Spiel muss für PC-VR spielbar sein und dann noch am besten für die Quest. Also dann hat, der, dann hat der Entwickler eigentlich alles richtig gemacht und kann ja, am, am meisten Geld abstauben. So ist es halt. Ne? Also, also alles richtig gemacht. Und ja, wir können uns diese, diese Spielfläche, können wir uns in alle beliebigen Richtungen ranzoomen, wegziehen. Äh, ja man kann echt sehr detailliert auch an die figuren ran kann sich dann äh, alles anschauen also richtig geil also ich habe hab diese spiele damals so hero quest und so war echt cool ja. musste man sehr viel zeit mitbringen und ähm, ja hier hier braucht man jetzt keinen der geschichten erzählt oder sonst was wir haben alles wirklich ja in dem spiel drin es wird genau. erklärt ähm, mega also ich kanns ich kanns äh, nur ans Herz legen, das definitiv in die Wunschliste zu packen. Hier ähm, mhm. Link ist in der Beschreibung. Schaut das definitiv. Äh, schaut da mal rein. Wird Sonst glaube ich 29,99 kosten. Ne? Genau habe ich gelesen. Natürlich, Donnerstag kommen auch dann die Videos dazu, dass ihr mal seht, was euch da überhaupt erwartet. Ne? Genau, Donnerstag äh, müsst ihr stay tuned bleiben äh, auf unseren genau. Kanälen. Und äh, ja, da werden wir ein schönes Video zu raushauen. Mhm. Definitiv. So, was aber sagt wir der, ja der Chat dazu? Der, der Chat dazu? Aber, wir, aber wir können ja theoretisch sagen, mit wem wir gespielt haben. Ne? Wir waren ja vier Leute. Ähm, ja. ja. Ich war mit dabei. <laughs> der Tupac war mit dabei. Der Hoshi war mit dabei. Und der Patrick war mit dabei. Also volles Haus. Und da macht das Game natürlich dann auch richtig... Ähm, ja, gut, kann man ja nicht so viel verraten, wenn man jetzt sagt, ihr könnt das natürlich auch alleine spielen. Kack ist kein Problem, man kann es alleine spielen, aber mit Freunden ist es natürlich immer was anderes. Ist logisch. Das macht natürlich mehr Spaß. Ja, man kann da richtig coolen Spieleabend halt mitmachen, ne? mhm. Also, äh, da kann man sich echt drin ja. verlieren. Also, man vergisst auch die Zeit. Genau. Also, es ist bei Tabletop Simulator gab es ja auch schon hier solche Add-on-Workshops. Äh, Dungeons Dragons, die waren auch schon cool, aber das hier überschattet alles. Ja, gut, jetzt halte ich aber meinen Mund, ich sage jetzt nicht mehr dazu. Genau. <laughs> ist, halt ein, ist halt ein rundenbasiertes Game, muss man natürlich auch wissen. Also, wer so, mit sowas gar nichts anfangen kann, mhm. für, den, für den ist das auch nichts. Ne? Aber äh, wer diese Art von Spielen mag und besonders wenn man zu viert ist, kann man da schön taktisch auch vorgehen und, äh, ja, wie es auch bei den Tabletop-Games halt war, ne? Der, der Zauberer hat der, diese Waffe, der, der andere hat diese Waffe und so kann man sich halt ergänzen, ne? Ja, wie gesagt, haut das auf die Wunschliste. Äh, das wird ein richtig geiles Game. Oh ja. So. Kommen wir zum nächsten Titel. Ja, da haben wir, das ich glaube, äh, Loco Dojo. <laughs> Unleashed kommt dies Jahr, ähm, also erhält dies Jahr eine Oculus Quest Version. Ich, das Spiel sagt mir gar nichts. Hattest du das mal angespielt? Das nee, nee, nee. Ich habe es auch nur ähm, bei Road to VR gesehen und dachte, komm, das, das zeigen wir mal. Es wird ein Party-Game, glaube ich, ne? Also theoretisch kannst du ja sagen, wie Mario Party im VR. Es kam 2017 schon raus. Oha. Das ist natürlich schon. Da haben wir echt was verpasst. Nur 2017. <laughs> ja, Aber nicht ähm, für die Quest, ne? Nee, als PCV, ja. Und jetzt kommt es ja als Oculus Quest-Version. Äh, habt ihr insgesamt 16 Minispiele da drin? Ähm, Mehrspielermodus? Gibt es äh, Turniermodus? Ein Schnellspiel von zwei bis vier Spieler. Können ihr da spielen? Also braucht ihr wirklich Leute dazu? Und da gibt es auch auf der Seite, seht ihr so ein bisschen den Grafikvergleich von der Oculus Rift zur Oculus Quest. haben wir so großen Unterschied, wenn ich es mal groß mache. Ich habe es auch mal groß gemacht, aber. Ein bisschen ja. minimal, minimal bei den Dombys <laughs> sind da Kantenflimmern drin, aber sonst. Das müsste man jetzt schon im, Sp im, im Spiel sehen, ne? Ja, also siehst du halt, halt ein bisschen Kantenflimmern drin, aber sonst nichts Großartiges sagen mal, von 2017, da kannst du auch nicht viel verkehrt machen. Da war ja doch die Grafik noch ein bisschen anders mhm. wie die heutige. ne? Das ist ja das. Und ja, ich weiß nicht, äh, den Trailer, ob du den mal anmachen willst, mal um man überhaupt mal sieht, was um Wie es hab aussieht. Habe ich, habe ich, habe ich, hab ich. Ach, hast du schon. Hast du schon. Ich glaube, ja, das ist schon ja jetzt. Ja, gar ja. Nicht ja, ja, den habe ich. Ja, hab ich eben. Gar nicht dabei. Laufen lassen, ohne Ton zwar, aber. Gut, es ist ein Party-Game, ne? Ich denke mal, ist genau, also die Quest ist dafür genau die richtige Plattform. Richtig. Die haben halt da noch ein bisschen eine Reihe von Verbesserungen dazu gemacht. Da haben sie ein bisschen auf die Community ein bisschen gehört, was da nicht so toll sei. Und ja, die haben noch gesagt, zum Start wollen wir sicherstellen, dass es so einfach wie möglich ist, das Spiel zu lernen und zu spielen. Hm. Haben Elemente entfernt, um das Gameplay ein bisschen zu verlangsamen und Elemente hinzugefügt, die das Verständnis ein bisschen von dem Spiel verbessern, um der Meister im Dojo zu werden. <lacht> <lacht> ja. Das ist es ja eigentlich, ne? Oder gab es da jetzt noch eine News zu? Oder Nö, Info. Sonst halt jetzt irgendwann 2021 kommt es raus. Hm. Also für die Quest 1 und auch natürlich für die Quest 2 wird kommen. Okay. Dann kommen wir zur, ja, keine riesen News, aber wir wollen nochmal darauf hinweisen, äh, heute ist ja der, der 4. Mai und das ist ja Star Wars Day und äh, ja, jetzt haut Oculus mhm. da ein bisschen was raus, ob so Pakete und äh, schaut euch mal an, ob das was für euch ist. Ähm, Du hast Pinball VR getestet. Ich fand es ja echt von den Trailern her super. Die äh, Leute, die es jetzt noch nicht getestet haben, was sagst du dazu? Zu was? Zu äh, Pinball VR von Star Wars. Da hast du ja auch ein Video zu gemacht. Ja, für, ich sag mal, für PC-VR war es für mich meh. Äh, <laughs> äh, wenn schon <laughs> keine, keine Index-Controller funktionieren, keine Vive Ones. Und ich das Game, ich habe es auch äh, mit dem Pimax eigenen Revive Programm probiert. Ge musste mit Gamepad spielen das Game und das ist für mich No-Go. Äh, ich kann euch ehrlich sagen, ich habe einen Refund gemacht, weil dafür gebe ich kein Geld aus. Wenn es für mich im Steam VR Store ist, es steht da HTC Vive und Oculus Rift. Es funktioniert ja noch nicht mal mit der mit dem Vive, äh, mit der HTC Vive und mit den Controllern. Habe ich ja auch noch mal nach dem Video bei mir probiert. Kannst du voll vergessen. Also mhm. können Sie sich das Spiel echt bei Steam VR schenken. Also geht gar nicht. Meinung ja, wer nach. weiß, vielleicht kommt da ja noch ein Update raus und äh, die werden daran nochmal arbeiten, wer weiß. Und da sieht Pinball FX in VR echt tausendmal auch grafisch besser aus, wie das Game. Also es war einfach eine Portierung, wir portieren das Game von der Quest 2 einfach auf dem PC, die, die nehmen das schon so, wie es ist. also hm. ja, der, ist Buddy, der Buddy schreibt gerade, auf der Quest ist das sehr geil. Ja, ich sag mal, das, es lebt aber auch von, von dem Franchise Star Wars, ne? Also von der ganzen Richtig. Musik und den ganzen Effekte, die man da sieht. Ich, ich meine, jetzt sind wir wieder bei Kinder der 80er, ne? Wir lieben halt Star Wars auch, ne? Ja, die Musik und nicht alles alle, ist aber super. <laughs> da habe ich echt nicht, also niedlich gemacht ist es. Die Musik ist geil und alles, aber das wir noch nicht immer die VR-Controller benutzen kannst. Mit Game ich sehe es nicht ein, das Game mit Gamepad zu spielen. Kann ich mir schenken, brauche ich nicht. Da brauche ich mir die mhm. vr brille nicht aufsetzen. Da kann ich auch so am Flat spielen. Das ist ja das. Ich sag mal, klar, sind die VR-Controller da schon, schon geiler, wenn man da wirklich auch in der VR-Welt ist und dann am, am Flipper steht? Äh, ja, ich, man könnte es jetzt mit einem Controller spielen, aber hast schon recht? Muss nicht sein. Ne? Heutzutage sollte man sowas äh, schon implementieren, dass man das auch mit den, mit den äh, ja. VR-Controllern spielen kann. Ne? Das ist ja, das hast du auch keine Grafikoption drin gehabt. Da hat der einen schönen, schönen Guide dazu geschrieben, wie du die Grafik verbessern kannst, wenn du hm. in der INI-Datei selber was Hand anlegst. Aber das sollte ja nicht unsere Aufgabe sein, dass wir selber an den Dateien rumfummeln müssen, um eine bessere Grafik zu kriegen, weil es ja doch im PC VR sehr plurry ist, die Grafik, und auf der Ferne hin alles sehr unscharf wirkt und erst ein bisschen schärfer wirkt, wenn du wirklich nah rangehst. Weißt du, das ist ja das. Der Superdexter Murphy halt gerade. Die Tische selber sind super, aber die technische Umsetzung könnte besser sein. Ich habe ja auch seinen ja. Livestream gesehen. Er hat es, glaube ich, mit der playsy gezockt. Ich kann die Tische, die waren alle unterschiedlich. Die waren alle mega. Die haben auch immer zum Film gepasst. Wunderschön gemacht. Aber Oder war es nicht mit der playsy Weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Ich, ich erzähle gerade okay. Quatsch, glaube ich. Hast du es eigentlich probiert schon? Nee, nee. Ich komme ich komm zu nichts. Die Liste wird ja immer länger und äh, wenn ich mir jetzt noch ein Spiel dazu hole, noch ein Spiel, dann wird die ja nicht kürzer, ne? Okay. <laughs> ähm, ja. Wer das Gameplay noch nicht gesehen hat, schaut mal beim Chris Reality rein. Der hat äh, ein Video dazu gemacht. Äh, genau wie der Hoshi auch. Und äh, ja, könnt auch mal, mal rauf, drauf schauen. Sonst auf der Quest wäre ich damit auf jeden Fall zufrieden gewesen, gar keine Frage. Aber PC VR, VR technisch ist es für mich jetzt im Moment nicht so der. Ah Ur doch, der, der der super Dexter, Dexter. ich ich habe es auf der PSVR. da habe ich, habe ich doch richtig gesehen, weil, weil das da dieses äh, ja Streaming Fenster war, wo mhm. man auch ja ich weiß nicht wie es erklären soll, man sah da halt die vr Optik, ne? Das hat man meistens mit der mit der PSVR. Ja, ja Leute. Das war's eigentlich für heute. Ich hoffe, äh, euch hat's mal wieder gefallen. Wenn ja, vergesst die Likes nicht. Ne? Jetzt nochmal auf den Like-Button drücken. Und die Autos. Und, äh, Ja, die Yvonne hat, hat nochmal den Link gepostet von Chris Realities äh, sehr, Video, denke ich mal. <laughs> Und äh, ja, schaut da definitiv mal drauf äh, oder rein. Da auch ein Like, ne? nicht vergessen. Und äh, Sonst Super Dexter, äh, schreibt, aber Spaß macht es. Sonst halten Donnerstag vormerken, 19 Uhr, dürfen wir offiziell veröffentlichen für Demio, die Videos. Genau. Wie gesagt, da auf jeden Fall äh, stay tuned, ne? um 19 mhm. Uhr draufschauen. Äh, ist schon ein sehr cooles Spiel. Ja, Andy ist schon vorbei. Also unsere, unsere Liste ist. Abgearbeitet für heute. <laughs> ich mache jetzt, komm, ich mache jetzt hier einen Strich drunter. <laughs> ja, aber ähm, ja, kann, wir können nicht immer zwei Stunden machen. Ne? Die, die News geben es nicht immer her, aber äh, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und äh, ja, wir freuen uns auch immer, dass ihr so zahlreich hier erscheint. Und ohne euch wird es die Sendung natürlich auch nicht geben. Und ähm, ja. Mehr kann ich da auch zu nicht mehr sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Schöne Woche. Und äh, freut euch definitiv <laughs> auf Donnerstag. Mhm. Und äh, ja, dann sagen wir mal Tschüss und ja, bis, bis Donnerstag und, oder bis nächste Woche Dienstag. Ne? Und spielt was Schönes. <lacht> <lacht> genau. Im Sinne vom Zitronast, spielt was genau. Schönes. Bis dann. <laughs> Ciao.